Hallo, hallo und herzlich willkommen zu meiner legendären Challenge. Und zwar 365 Videos in diesem Jahr, das bedeutet jeden Tag ein Vlog. Boah, würde jetzt der eine oder andere sagen. Sag ich jetzt auch noch. Morgen wahrscheinlich noch mehr. Mal gucken, wie ich das mache. Auf jeden Fall ist nicht das Problem, das Video zu produzieren, sondern eher das größte Problem ist, glaube ich, Sachen zu finden, die interessant sind zum Anzugucken. Ich weiß es nicht, aber ist auch egal. Selbst wenn es langweilig wird, ich mach's jetzt einfach. Und ja, ich hatte das eigentlich schon länger vorgehabt. Irgendwie war die Motivation nie so wirklich da. Und heute Morgen um 5 Uhr, ja, fällt mir die spontane Idee ein. Könnte ich ja mal machen, ne? Könnte ich ja heute mal damit beginnen. Und ja, wann ist mir das eingefallen? Beim Schneeschippen. Ja, Schneeschippen. Macht aber Spaß. Hat mir echt Spaß gemacht, muss ich zugeben. War spaßig, so, ne, ganz allein und dunkel, kalt. Obwohl, kalt war es gar nicht so sehr. Naja, auf jeden Fall, da drüben brutzelt gerade mein Kaffee. Und ich freue mich drauf. Und dann lege ich los. Und meine erste Aufgabe ist immer morgens, heute ist Montag, zu schauen, was ich überhaupt machen muss. Was so ansteht die nächsten paar Tage. Danach plane ich dann. Und ja, ihr dürft mich heute da so ein bisschen begleiten. Meine Tasse. Ja, die brauche ich jetzt. Gut. Naja, kann passieren. Übung macht den Meister. So, ja, das ist mein Arbeitsplan. Und zwar sieht man hier, also das ist übrigens dieser Monat, wenn man es vielleicht nicht erahnt hat. Und zwar ist das hier immer Scrap Mechanic. Wie man sehen kann, habe ich den Monat schon fast fertig. Hier sieht man immer, ob es schon dekodiert ist, also geschnitten, bearbeitet und so weiter. Dann Upload, ob es schon hochgeladen ist. Und ob es auf YouTube schon bearbeitet ist, also mit Thumb, Titel etc. Dann habe ich hier mein Fallout, das ist ja momentan das Nischenprodukt, was auf meinem Kanal kommt. Und Final Fantasy, das ist ja auch schon ziemlich weit fortgeschritten. So, das Graue dauert, das muss ich noch machen, beziehungsweise hier, das habe ich am Freitag gemacht. Deswegen kann ich das jetzt auf Orange setzen. Bei meiner Menge der Videos würde ich sonst dann nicht mehr durchblicken und ich wäre wahrscheinlich nicht mehr pünktlich. Deswegen mache ich das immer so und das funktioniert eigentlich ziemlich gut. So, gestern Abend habe ich mir hier noch notiert, wo, wann, wie, was ich machen möchte. Und zwar Montag VR. Ja, liebe Leute, ich möchte wieder VR machen. Ich habe auch hier schon meine VR wieder aufgebaut. Und das ist irgendwie viel zu kurz gekommen. Das möchte ich wieder mehr machen. So, dann Fallout morgen. Ganzen Tag Fallout, yeah. Da werde ich wahrscheinlich das hier ohne Probleme fertig kriegen. Meistens schaffe ich an einem Tag... Ja, so 10, 12 Folgen. Und das ist eigentlich eine gute Bilanz. So, Mittwoch muss ich arbeiten gehen. Das heißt, da mache ich nichts. Donnerstag wahrscheinlich auch ein bisschen arbeiten, aber nicht so viel. Da werde ich dann Portia weiterspielen. Momentan liegt das ja so ein bisschen auf Eis. Das mache ich eigentlich nur so ein bisschen so nebenbei, mal wenn ich Zeit habe. Dann Freitag ist wieder Scrap Mechanic Tag, beziehungsweise am Abend muss ich dann, beziehungsweise Nachmittag muss ich am Freitag wieder arbeiten. Oder am Samstag, je nachdem. Das kann ich mir so ein bisschen einteilen. Und ja, genau. Ja, das ist so mein Wochenplan für diesen Monat. Für diese Woche. Heißt ja Wochenplan, nicht Monatsplan. Ja, damit das Ganze natürlich ein bisschen interessant wird, meine lieben Freunde, habe ich mir gedacht, könnten wir ja vielleicht uns in so einem Vlog immer so einen kurzen Clip anschauen. So, ja, so ein Reaktionsvideo. Es gibt ja viele YouTuber, die das auch gerne machen, dass sie sich so Videos anschauen und man beobachtet sozusagen den YouTuber dabei, wie er eigentlich so auf dieses Video reagiert. Und ich habe mir gedacht, das könnten wir eigentlich auch machen, gell? Also das wäre eigentlich mega geil, dass wir uns ein Video anschauen und darauf reagieren. Aber es darf halt nur wirklich ein kurzes Video sein, also so eine Minute oder so, weil diese Vlogs, die ich jetzt mache, dürfen nicht so lang sein, sonst schaffe ich das nicht jeden Tag hochzuladen, zu bearbeiten etc. Deswegen müsste es was Kurzes sein. Und ich habe mir sogar gedacht, was cool wäre, wenn ihr entscheidet, was ich anschauen soll. Also sprich, ihr, also entscheiden ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dass ihr Vorschläge macht. Also dass ihr sagt, Xaok, schau dir das an, schau dir das an, schau dir das an oder schau dir das an.
Und das, am schönsten wäre es natürlich, wenn ihr das entweder als Kommentar schreibt oder an xaug@xaug.de per E-Mail. Weil per E-Mail macht es, glaube ich, am meisten Sinn, weil YouTube Links meistens als, ja, als Werbung ansieht und das zurückhält. Deswegen ist es immer gut, wenn man das vielleicht einfach per E-Mail schreibt. Ja, genau, das machen wir heute. Das Problem ist, ich habe jetzt keins. Also muss ich mir jetzt eins suchen. Und das machen wir jetzt. So, meine lieben Freunde, wir haben ein lustiges Video gefunden, glaube ich. Das nennt sich die Pause-Challenge. Das klingt sehr, sehr, sehr gut. Und das Video ist 3 Minuten lang. Ich glaube, das ist perfekt für unser erstes Video. Und es hat 10 Millionen Aufrufe. Kann also wirklich nicht schlecht sein. Und ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt, wie das sein wird. Woody, pause. Oh, no way. Oh! Ach so! Pause. No. Na. Ja. No. Boah, das ist gemein. Das ist echt gemein. Am Boot. Woody? Nö. Boah. No. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Nö, das ist ja was. 55. Kann ich Post. Ja, geil. Gib mir das Geld her. Los. Aber ich darf nicht. Oh. Was macht er? Oh, you'll see. Gewalt. Ey, das muss ich auch machen. Das ist ja mega geil. Der Ultra. Wow, wie krass. Woody, Bailey, pause. Oh, und jetzt geht die Tür zu. Wie schön ist es? Woody, pause. A few schlecht. Moments later. Was? So lang? Nein! Du schön heiß! Woody, pause. A few moments later. Look at the jewelry. Boah, sag mal. Wie gemein. Pause. Aber der Aufzug. Wow. Wie lustig. Ready, mate? Ja. Oh, das kann natürlich jetzt dauern. Ah ne, er hilft ihm. Okay. See you in a bit, mate. Where is it? Where is it? Is he here? Nicht beim Autofahren, oder? Pause. Der Blick! He's like. He's still there. Und sie fahren weg. Ich glaube, vorher kommt er da noch vorbei. Was der wohl denkt, was macht der denn da? Nord! Ah, Nord! Yes! Oh, unbedingt wieder da fort! Wie geil, so fängt er der Taxifahrt. Oh, das war auch übel. Klasse! Wirklich mega geil! Mega, mega, mega geil. Hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Da lasse ich doch tatsächlich auch ein Like da. Ja, liebe Leute, wenn ihr auch... Oh, ich habe Tränen in den Augen. Wenn ihr auch so ein lustiges Video kennt, was zu kurz ist, aber mega geil ist, bitte, bitte, bitte schreibt mir in die Kommentare oder als E-Mail an xaug@xaug.de. Steht auch nochmal unter der Beschreibung. Linkt mir das Video und ich schaue es mir dann an. Ich freue mich drauf. Ja, so... Ein Schluck auf meinen Kaffee. So, ja, der erste Tag ist geschafft. Da mache ich mir doch glatt ein X im Kalender. Da freue ich mich. Das Video war echt lustig. Das hat mich glücklich gemacht. Und ich werde jetzt meine Arbeit beginnen. Und ja, ich freue mich morgen aufs nächste Video. Ihr könnt ja zudem noch Kommentar da lassen.
auch wenn ihr Ideen habt, was ich machen könnte, ne? Also zum Beispiel, Xaok, zeig doch mal, wie du Pflanzen gießt. Oder Xaok, weiß ich nicht, wir wollen sehen, wie du dich im Schnee wälzt. Lauter solche Sachen könnt ihr schreiben, also mich auch herausfordern sozusagen. Und sagen, Xaok, mach mal dies, mach mal das, versuch mal das, schaffst du dies und machst du das. Wird mich natürlich mega reizen und so können wir das Ganze auch sehr, sehr interessant gestalten und ich freue mich auf eure Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und somit endet der erste Vlog in dieser Challenge. Bis dann. Ciao.